Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kläre ich euch mal über ein paar Sachen auf, warum gerade keine Streams kommen, keine Videos kommen und was in Zukunft noch kommt. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt auf jeden Fall ansprechen werde. Und zwar erstmal, warum jetzt keine Videos oder keine Streams gerade kommen. Das liegt daran, dass ich, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ich habe auf, warte kurz, ich habe auf, also auf jeden Fall, wenn ihr jetzt aufs Bild guckt, ganz oben links, habe ich einen Displaybruch im Bildschirm. Das bedeutet, ich sehe quasi nur noch, also ich habe die linke ganze Seite und den oberen ganzen Balken habe ich voll mit Strichen. Für jeder, der ein Displaybruch hatte, kennt das bestimmt. Wie ist das passiert? Ich habe den von Koblenz mit transportiert und der war nicht richtig verladen und jetzt ist der kaputt. Dauert, bis ich einen neuen habe. Aber wenn ich einen habe, mache ich auch weiter. Ich werde auch weiter Videos machen, aber halt nicht so viel, weil mich schon sehr beeinträchtigt, dass ich nicht viel sehe auf dem Bildschirm. So, dann zu dem Thema. Ab jetzt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, finden die Livestreams auf Twitch statt. Vielleicht nicht alle Livestreams, aber ich denke, dass ich jetzt hauptsächlich auf Twitch streamen werde. Warum das Ganze? Weil ich auf Twitch einfach viel mehr einrichten kann. Und das ist ja zu eurem Vorteil. Und ich meine, ihr könnt ja jederzeit auf Twitch genauso wie auf YouTube zugreifen. Das ist ja kein Problem soweit. Gut. Dann habe ich mir ein paar Änderungen erarbeitet. Ich überlege noch, auf welche Art ich die durchsetze. Und zwar seht ihr ja schon um meine Facecam hier drumherum. Seht ihr ja hier überall, habe ich ein neues Design, sage ich mal. Wo ich meine Facecam reinpacke. In Streams wird das noch ein bisschen anders aussehen. Aber so sieht das jetzt aus, wenn ich mit euch, also wenn ich Videos mache, die euch informieren, wo ich nur mit euch rede, dann sieht das ungefähr so aus. Und zwar Änderungsvorschläge gibt es zum Beispiel dieses Logo hier oben, den Diamanten, der, ja, das ist natürlich alles selbst gemacht von mir. Und diesen Diamanten hier, den überlege ich, ob ich den als neues Logo nehmen soll. Da wird dann halt hier so Mr. Trade drauf geschrieben. Kein Mr. Trade Gaming, weil Gaming ist ja nur, also mein Name ist ja nicht Gaming. Das ist ein bisschen doof, sage ich mal. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Für Twitch werde ich auf jeden Fall dieses Overlay benutzen. So, dann ist halt die Frage, wie euch das neue Overlay gefällt. Ich kann nicht gehen. Mit diesen, ja, Farben und Formen. Genau, das ist auf jeden Fall auch noch eine Frage, wie euch das Ganze gefällt. So, dann wird sich auch noch einiges ändern, weil für die Leute, die immer aufgepasst haben, ich ziehe ja bald um. Und zwar ziehe ich nächstes Jahr im Sommer, wenn ich die Schule fertig habe, ziehe ich nach Koblenz um. Und dort werde ich mir mein Zimmer wahrscheinlich bis dahin schon eingerichtet haben. Und ich sag's euch, ich glaube, das wird sehr, sehr schön aussehen. Und auch im Hintergrund wird was zu sehen sein und jetzt nicht nur die Wand mit ein paar Kuscheltieren und Kissen. Genau, also so viel dazu. Die Beleuchtung wird dann natürlich auch richtig sein. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so weiß im Gesicht sein.
Das kommt ja durch das Licht von meinem Bildschirm. Wenn ich das hier so weghalte. Ah, funktioniert gar nicht richtig. Hier, ihr merkt schon, guck mal, wie weiß meine Hand wird, wenn ich die hier vorhalte. Ist halt vom Bildschirm. Genau, diese ganzen Probleme werde ich damit dann auch beheben. So, dann, wer Lust hat, kann mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr gerne als nächstes YouTube-Projekt, was ich dann in Videoformat aufnehme. Ihr könnt auch für, also ich mache ab und zu mal Umfragen im Discord, da könnt ihr gerne mal reinjoinen, schauen. Dort bin ich auch ab und zu mal im Talk, da könnt ihr rein. Und ja. So viel dazu. So, das waren jetzt auf jeden Fall die wichtigen Themen, die ich angesprochen haben wollte. Damit ihr Bescheid wisst, es wird sich einiges ändern. Wie gesagt, mit dem Overlay überlege ich mir noch genau, wie ich das mache. Und ob ich das auch, ob ich das alles so lasse. Also ich glaube, ich kann euch schon versprechen, der Diamant hier oben, der wird sich nicht wirklich ändern. Halt, wie gesagt, nur ein Schriftzug noch drauf vielleicht. Und diese ganzen, ich sag mal, Figuren, Förmchen, was auch immer. Die könnten sich noch ändern. Die sind noch nicht wirklich fertig, würde ich behaupten. Genau, genau. Deswegen wäre sehr nett, wenn mir mal ein paar Leute, oder wäre natürlich am besten, wenn es alle machen würden, aber die dafür bereit sind, die würden ja mal, wäre sehr nett, wenn die mal in die Kommentare schreiben würden, wie die das finden. Die Änderungen, das wird dann wahrscheinlich komplett übergreifend sein, nicht nur für YouTube dann, für Twitch und auch für Discord, wird es dann Änderungen geben. Und zwar halt in diesem orange-lila Verlauf in Kombination mit Schwarz. So, das ist dieses Farbthema. An sich war es das jetzt auch mit den Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin natürlich weiter Musik am Produzieren. Ob und wie ich die veröffentliche, weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass ich die einfach auf SoundCloud hochladen werde. Augenblick. So, Leute, bin wieder da. Kurze Unterbrechung, tut mir leid. Das war alles, was ich besprochen haben wollte. Und mal eure Meinung hören wollte. Wie gesagt, Musik kommt dann auf SoundCloud wahrscheinlich einfach hoch. Nicht auf Spotify und auch nicht auf YouTube. Einfach weil ich nicht jedes Mal für irgendein kleines Lied, was ich in kurzer Zeit mache, ein Video machen möchte. Aber ich auch keinen Vertrag oder so mit Spotify machen möchte für sowas, sag ich mal. Da sollen dann schon professionelle Sachen drauf, sag ich mal. Ja, gut. An der Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr kennt das Gezetere. Bewertung da lassen, so wie immer, ne? Und über ein Abo würde ich mich freuen. Wir stehen kurz vor den 200. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen... eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, ich bin so 18.30 Uhr, 19 Uhr. Also einen dieser Uhrzeiten gehe ich live. Muss mal schauen, werde ich dann nochmal genauer sagen. Gut, haut rein. Ciao, ciao.